So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Star Trek Online. Ich darf begrüßen den Fritz. Hallo Egon. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Tutorial Star Trek Online. Genau. Dritter Teil. Wenn ihr sehen wollt, was vorher schon war, dann guckt euch die letzte Folge an. Ansonsten geht das jetzt quasi nahtlos weiter. Wir müssen jetzt also hier im Maschinenraum und hier ein paar Sachen machen, weil ich muss das strukturelle Integritätsfeld verbessern und du musst... Ach du Scheiße. Oh. Ich muss die Waffen verstärken. Genau, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen. Ja, ist nicht so easy. Also, ich merke schon die erste, ne? So, was denn? Ach, da. Da brauchen wir noch hin schon mal. Number one. Der Captain wird entführt. Was wird der Captain? Siehst du gleich. Ich muss jetzt erstmal zurück. Schnell in den Tod ist. Der ist doch hier. So, da kommt man bloß oben rum. Also spannend ist es mal. Die Musik ein bisschen, naja, könnte besser sein, aber... Geh mal frei halten. Ganz cool gemacht. Oh, die Brücke. Oh, weg ist er. Klingonien abschießen. So, na gut, der Captain ist weg. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Lass mal feuern, würde ich sagen. Oh oh. Nee, du musst die Kadetten heilen. Mach ich. Die da rumliegen. Ja. Ich stehe in eurer Schulden, soll ich das sein. Gleich wird's auch cooler. Macht mich stolz. Boah, ist das spannend. Hör auf, ey. Ich kann mich kaum halten hier im Film. Incoming transmission from the Klingons. This is Captain Kayak of the IKS Chant. You may have forced my boarding parties off your decks, but our ship remains cloaked. You have no hope of finding us or defeating us. Your choice is simple. Surrender, or we will kill your captain, perhaps your captain. Order your crew to surrender, Captain, or I will blow them out of the sky. It's your choice, Captain. Do you want these children to die? Very well. Sehr schön. Number one. You are now the captain of the ship. Your orders. Your orders are to lock onto my combat and fire! Pega, Tosa! Ach, heie. Make me proud. Ja, make me proud, yes. So, und wie gesagt, weil das Schiff eben getarnt ist, müssen wir jetzt... We have target lock, Captain. Können wir den Krater auffassen und drauf schießen. Genau. Fire. Wir sollen ihn stolz machen. Hat er gesagt. So, dann sehen wir einen einsamen Torpedo fliegen. Ich war voll drüber. Direct hit! Cast on all decks! Shields! Shields! Fire all weapons! Weapons and shields are offline! Close and begin repairs! We've lost their signal. What now? Oh, it's... Oh, jetzt wird spannend. Ja, ne, was jetzt? Jetzt machen wir weiter. Ja, die Typen. Kann schon hoch mit der. We survived. But the captain. Captain Taggart knew what would happen. And he gave.
Sehr gut, jetzt müssen wir also auf den Captain-Stuhl. Genau. Wie geht das? Ah, richtig. Ne? Sieht ein bisschen verloren aus dem Ding, aber. Alyssa Flores is now your bridge officer. Bridge officers add abilities to your ship in space. Jetzt haben wir ja noch einen Brückenoffizier, alles will hier. All decks reporting in, sir. We took some casualties and sick bay is full. All ship systems have taken some damage. I have been trying to get a distress call out, Captain. She's still cloaked, but I think she took some real damage. Still running diagnostics, sir. Took us some time to get the systems back online. Hailing the break-even now, Captain. Oh, hello, Starfleet. Die Frage ist, ob ich noch so. And, because Starfleet's always ready to help and all, increase your speed using E. So, jetzt, mit E könnt ihr also das Schiff beschleunigen, mit Q dann logischerweise schrittweise verlangsamen. Use A and D to turn left or right. Die übliche Steuerung halt. Helm, full stop. I've stopped us this time, sir. But from now on, you'll be responsible for adjusting the speed of the ship. Looks like she just needs 3 or 4 warp induction coils. We have plenty of those to spare. Position yourself near the ship and press F to interact with it. Thanks! We'd help you if we could, but I just don't see any profit in that. Oh, jeez. Well, looks like we're on our own. At least they said thank you, I guess. Almost done, Captain. Level 2 diagnostics shows that almost all of the plasma injectors are damaged beyond repair. Not enough. Plasma injectors are made to withstand quite a beating, but I think the Klingons specifically sabotaged them when they boarded us. It's an easy way to cripple a ship. I'm installing what spares we have, but we're short. We're not the first ship the Klingons have hit here. There's wreckage all over this region. Jetzt müssen wir also noch ein paar Klingonenschiffe scannen, damit wir wieder rauskommen hier. Bingo! I found some suitable debris in the boneyard nearby. Oh, praktisch, ne? Destroy 3 of those nacelles, and we should get the parts we need. Was für ein Zufall. Press the space bar to fire energy weapons. Fliegen wir doch mal hin. Das ist ein Bananenfrachter hier. These plasma injectors will do the trick, sir. Gorgeous technology. Type R if I had to guess. Oh, geht's ja ab, ey. Kampf ohne Ende. Zarva's dealing with the warp core, but until she's done, we're still stranded out here with no way to call for help. Of course we can. We're the class of 2409. You must be within 10 kilometers of an enemy to attack it. Use your phaser banks to weaken shielded targets. Hey, geht's ab. Use your torpedoes on an enemy when their shield is down. Warning. Target shield has failed. Meine Güte, du. Ich muss übrigens in der Folge noch einen Witz vorlesen. Nice shot. 2 more damage satellites left. Yeah, du bist später ist dann. Mein Gott. Keine Power, ey, das Schiff. Long-range communications are operational, sir. Shall I send the distress signal? That Klingon ship took some real damage. I'll bet she's leaking plasma all over the place. Might understood. I'd rather not die to Klingons on my first day. I'll send the source of the plasma signature to navigation. It will show. It's pretty far out, sir. We should use the ship's full impulse power to reach it. This will temporarily take power from other systems, but vastly improve our speed.
Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. I can make your death swift. Activate full impulse by clicking on the arrow. Deactivate full impulse by clicking on it again. Multiple birds of prey decloaking. Ja. Die Blue ist erst rot, die ich gut bestehen. Aber den Felder reißt ja nicht. Und doch. Activate High Yield Torpedo by clicking on the icon or pressing Alt and 1. High Yield Torpedo will increase the power of your next torpedo attack. So, also wollen wir dann fliegen? Das Teil ist ja immer sowas von lahm. Ja. Zarva needs more time to get the plasma injectors installed. Try not to break anything else. Mir geht's überhaupt nicht. Oh, ja. Aber so richtig. Ich glaube, auf den hier Teil machen wir das. So eine coole Mission. Ja. Schön, dass wir am Einfall lassen. Wenn er sehen wollte, dass man vor war. Ja, da war es luschiger. Ja, da war es nicht ganz so. Ja, ich denke mal, das ist jetzt nur fürs Tutorial. So, dann haben wir die mal alle gemacht. Kampf beendet. Incoming transmission, sir. It is from Starfleet. This is Captain Volok of the USS Renown. Do you require assistance? A Klingon captain would have to be very bold to travel this far into Federation territory. And did you follow his orders? So, I take it you are in command. Very well. We will escort your ship to Earth space dock. And if he reveals his position, he will be dealt with accordingly. So, jetzt müssen wir uns hier hinfliegen. So, ja, an sich Steuerung relativ easy. Denke ich. Könnte schlechter sein, also hat was. Ja. Gut, ich bin schon fertig, ich warte auf dich. Im Sektorenraum. Ja, also die ohne Besonderheit, ihr müsst ja nicht alleine spielen. Genau, das ist jetzt nur das Tutorial. Und dann geht's zusammen auf Reisen. Sir. Man. Und schon wurde ich eingeladen, meine Flotte wurde eingeladen.
Chadwick hat sie in Starfleet Division. Egal. X eingeladen. So, ich wechsle jetzt in den Sektorraum. Yes, Baby. Es ist auf unserer Gucken, dass wir beim Kleinen sind, oder? Ding. Doch, wo sieht man das nochmal? Ich glaube, links oben oder so, oder rechts oben? You are now in sector space. Here ships travel at warp speed between systems. Combat does not take place in sector space. Also wahrscheinlich sind wir nicht im Gleich. Oh, in Sektor 3 bin ich. Wo siehst du das? Rechts oben. Use M to open up the map for sector space. Sektor 1. Warte, ich tue mal die M hier weg und auf Sektor 1. Wechseln. So, jetzt müssten wir eigentlich... bisschen in der Nähe. Ich such grad. Da wo ich rausgekommen bin. Orion Sektor 1 bin ich. Ich bin vulkanischer Sektor 1. Hä? Okay. Dann müssen wir mal eine Karte aufmachen und schauen. Sirius Sektorblock. Also ich bin bei der Stelle. Da ist Regulus, da ist Beta. Also wir drücken nochmal M wie Map, ne? Ja. Also ich bin jetzt, wo bin ich denn? Ich bin im Orion Sektor. Dann musst du ja vulkanisch. Wo ist denn das? Im Orion bist du. Ja. Also ich bin direkt bei der Erde, ne? Ja, wo ist denn das? Ja, bei der Sonne. Ja, wie heißt denn der Sektor? Sirius Block oder was? Ja gut, dann fliege ich zum Sirius Block. Ach, Orion ist. Da unten, ich bin eins drunter. Na gut, da fliege ich schon mal runter. Wie ging das, ne? Auf jeden Fall. Weh irgendwas? Ja. Ja, so wie halt so hoch. Jetzt mal W drücken, gucken auf der Karte, wo man hinfliegt. Ah ja, wir fliegen runter. Das ist schon gut aus. So, und hier seht ihr schon mal die ganzen anderen fetten Spieler hier. Meine Güte. So, ich fliege jetzt runter in Richtung. Boah, vertrauen wir uns. Ich komm zu dir. Ja, wo ist denn? Wo bist du denn jetzt? Bist du schon in meinem Sektor? Wie denn? Ich bin voll unten gewesen. Nee, kann ich nicht. Okay. Mann, das ist kompliziert. Warum ändert sich denn ständig hier meine Sicht? Das ist ja mal nervig gerade. Ich bin jetzt in der Mitte vom Orion-Sektor. Warte. Was ist denn bei dir in der Nähe? In der Mitte, habe ich gesagt. Ja, was ist denn in der Mitte? Ach, ja, direkt in der Mitte vom. Jetzt bin ich schon über Mitte. Geh mal auf Karte des Bereichs, dann sieht man das besser. Ja, gleich beim Raytan-System. Gut, also ich bin da am Vulkan-Sektor, der fliegt mal genau zum Ende hin. Gut, dann fliege ich mal zum Pico-System. Ja, genau, dann treffen wir uns beim Pico bei der Sonne. Gut. Mann, ist so spannend. Na, ich sehe dich doch schon, Bettprothese. Die USS Türsteher, ja, so richtig. So muss das sein. Oh. Du hältst muss winnen, ist ja lustig, wie hält ich? Ja, keine Ahnung, muss ich da auf dich klicken oder was? Du siehst doch den Namen über USS. Ich sehe da nur Bettprothese. Achso, gut, okay. Pico-System, nein, mein Gott. So, wie kann ich denn das jetzt adden hier? Oh. Hä? Ich hab F gedrückt. Oh. Ja, ich konnte nicht, wie macht man's weg? Keine Ahnung, ich hab's nie angeklickt, irgendwas. Ja, es ging mir nicht beim Wegmachen halt. Oh, Rogue Killer hat sie in Ignotus Agenda eingeladen. Ja, du wirst du ständig eingeladen. Nee, danke. Oh, jetzt lädt er. Das dauert. Ja, wie geil. Drück da auch mal F. Nee, ich bin jetzt schon abgelehnt. Jetzt. Ja, dann kannst du gleich, wie kannst du wieder rein? Ist ja keine Mission, ist ja nur das System. Oh ja. Das dauert ein wenig. Treten Sie das Pico-System. Ach du Scheiße. Zu rechts, da wo die Null ist, das ist die Prozentzahl. Und mal geht's schneller und mal langsamer. In dem Fall geht's langsamer. Oh.
40. Das ging schnell, ja. Allerdings oben steht es, bis runter nicht. Server not responding habe ich. Oh, ich bin da. Nee, von mir antwortet der Server nicht. Oh! Oh, ihr kennt das Signal? Ich glaube, die Zeit ist rum. Die Zeit ist rum? Wir werden uns vielleicht, ja, werden wir uns noch suchen? Ja, ich bin gerade da. Okay, warte, dann suchen wir uns noch schnell. Verbündeter sehe ich da nur. Verbündeter ist gerade aus, ich bin nie weitergeflogen. Tja, ist das jetzt die Frage, ob das eine Map ist? Ich glaube, wir fliegen mal lieber wieder raus. Ja? Wie ging das? Das war mal möglich, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht mehr genau wie. Raumfähigkeiten war das nie. Ja, das ging doch irgendwie. Das war da rechts bei den Symbolen irgendwo, ne? Charakterstunde. Kann sein, ja. Transwarp geht noch nicht. Sternflotte rufen, wäre auch blöde. Das ist ein Ding. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Tja, jetzt sind wir hier drin, wäre ich gut, dass ich gefolgt bin. Hm. Ja, ist eine Banane halt, dann können wir zusammen gucken. Wie kommt man hier raus? Naja, dann. Wie kommt man hier raus? Das ist die Frage. Das geht. Wir wussten es mal. Ja, das stimmt wohl. Das ist aber schon lange. Ja. Na, sag mal. Oh, irgendjemand ist in meiner Gruppe beigetreten. Das ist ja lustig. Super. Jetzt war doch hier irgendwo draufklicken. Ja, irgendwo draufklicken. Mann. Es war mal irgendwie möglich. Sag mal. Wo ist denn das? So, naja. Ja, links oben ist, also rechts oben mit diesem, bei der Minicamp-Map da, ist links oben das graue Ding. Mission abbrechen, nicht verfügbar. Mhm. Aber wir haben ja keine Mission. Nachrichten und Soziales nie. Einstellung nie, was kann das sein? Hilfe. Einen Fehler melden. Ich würde sagen, das zeigen wir beim nächsten Let's Play, ohne hier stundenlang suchen zu müssen. Genau, wir suchen mal, wie wir hier rauskommen. Und dann geht's weiter in der nächsten Mission. Da erklären wir nochmal, warum wir hier hängen geblieben sind. Genau. Und wie gesagt, schreibt einen Kommentar drunter, was nett ist. Wir lesen uns das nächste Mal auf jeden Fall vor. Und bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss.